Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Dieses Mal habe ich mir das tolle Thema herausgesucht, wie viel Schuhe braucht denn mein Kind? Jetzt könnten wir natürlich sagen, innerhalb eines Jahres, eines Quartals, darauf gehen wir sozusagen ein oder gehe ich darauf ein. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen und dann bis gleich. Hallo, und da bin ich wieder. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, geht es heute um das Thema, wie viel Schuhe braucht denn mein Kind? Und da fangen wir doch mal ganz einfach mit den Laufanfängern, mit den Bambinis, mit unseren kleinen Wieselmäusen an, weil da ist das ja natürlich noch relativ einfach. Natürlich alles in Abhängigkeit von Bewegungsgrad und Temperaturen draußen. Ist es natürlich immer zu empfehlen, dass man sagt, okay, ich lasse mein Kind, soweit es geht, barfuß laufen. Das geht natürlich mitunter draußen aufgrund der Temperaturen oder ich sag mal aufgrund der Beschaffenheit im Park nicht immer reibungslos, dass ich das auch möchte. Also suche ich praktisch mir eine Alternative, die sozusagen den Fuß schützt. Und da gäbe es zum Beispiel für die wärmeren und leicht kühleren Temperaturen immer noch sehr empfehlenswert, sozusagen Lederpuschen mit einer Kautschuksohle. Damit bin ich noch nicht direkt im Schuhbereich, sondern ich bin immer noch bei der sehr flexiblen und super dünnen Pusche, die aber dem Fuß ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Stabilität verleiht, aber einfach mehr Einsetzungsmöglichkeiten zeigt, weil ich sozusagen hier eine Kautschuksohle unterlegt habe. Das bedeutet auch immer, ich kann damit durchs Nasse laufen, durchs Feuchte laufen, auch mal wenn es nicht ganz so schmutzig ist, bin also nicht immer unbedingt darauf erpicht zu gucken, kann ich jetzt mein Kind auch das barfuß machen lassen oder ziehe ich noch eine Socke drüber, wie auch immer. Das muss man sowieso dann von Temperatur zu Temperatur immer sowieso entscheiden. Auch wie gesagt, ich sag mal, macht es abhängig vom Bewegungsgrad eures Kindes. Was in jedem Fall damit noch mit dazukommen würde, ist wahrscheinlich, wenn ich es nicht gerade zu Hause barfuß laufen lasse, dann kommt wahrscheinlich auch in jedem Fall eine Stoppersocke noch mit dazu. Gehe ich baden und will mein Kind nicht unbedingt im Urlaub durch den heißen Sand- oder Kieselsteinufer laufen lassen, kommen eventuell auch mal noch ein paar Badeschuhe dazu. Und haben wir es zum Beispiel relativ schlecht vom Wetter her, ein bisschen nieselig, feucht und so weiter, lohnt es sich auf jeden Fall auch noch an ein paar Überzieher zu denken. Auch da bin ich noch nicht im Schuhbereich, sondern schütze mehr oder weniger die Füße des Nichtläufers oder anfangenden Läuferkindes vor der Temperatur bzw. auch vor der Nässe. Weil ich muss natürlich immer sagen, so ein Gebilde hält die Fußwärme länger, als wenn ich jetzt zum Beispiel drei Paar Socken übereinander ziehe. Ich sehe es im Straßenbild sehr häufig, wenn die Kinder im Tragetuch sind, dass dann Mama bloß noch eine Frottee-Socke oder eine Wollsocke drüber zieht. Aber im Allgemeinen ist es auch so, der Lagenlook bringt halt mehr, wenn ich das sozusagen mit einer geschlossenen Oberfläche beende und nicht mit einer Oberfläche, die sozusagen relativ offenporig und sozusagen die nicht sozusagen, auch die Körperwärme entweichen lässt. Das macht ja sozusagen. Eine grob gestrickte Socke macht das. So, das wäre also unser Anfangs-, unser Startermenü, sag ich mal. Und dann wenden wir uns mal der Läuferkategorie zu. Und da wende ich mich genauso an die kleinen Mäusels, die also jetzt gerade erstmal mit den ersten Schritten loslegen. Oder vielleicht zur Tagesmutter oder in die Kinderkrippe wechseln, weil da ist es dann mitunter schon das Nonplusultra, bitte bringen Sie Schuhe mit. Und da ist es eigentlich egal, welchen Wirkungsgrad oder welchen Laufgrad sozusagen mein Kind gerade hat. Das kann also genauso den Laufanfänger betreffen, wie sozusagen auch das schon bestehende Läuferkind, das ältere Kind. Und alle, die eine Kindereinrichtung besuchen, wissen es ja. Also das Nonplusultra ist zum Beispiel immer ein Hausschuh. Das kann zum Beispiel ein ganz klassischer Kinderhausschuh sein, wie es von verschiedenen Lieferanten angeboten werden. Je nach Toleranz der Einrichtung ist es dann auch der Barfußhausschuh. Und je nach Toleranz und Alter ist es auch die Stoppersocke. Auch hier wieder überwiegt
sage ich immer wieder, der persönliche Eindruck oder der persönliche, das persönliche Wohlbefinden der Eltern, was nehme ich, was kaufe ich. Es gibt Kindereinrichtungen, die sagen, wir möchten gerne solche Standardmodelle haben, einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Das muss man dann abklären, inwieweit es dann gewollt oder verlangt wird. Für das Thema draußen sein macht es sich natürlich auch unbedingt notwendig, dass ich dann je nach Temperatur auch passendes Schuhwerk für mein Kind da habe. Und je nach Temperatur macht es sich zum Beispiel auf jeden Fall vonnöten, dass wir sozusagen einen geschlossenen Schuh haben. Geschlossen bedeutet für mich entweder immer als Halbschuh oder leicht knöchel einbindend. Natürlich je nach Struktur auch immer wieder schön flexibel. Man sieht es dann auch immer, ja, flexibel sind die Kinderschuhe auch ohne den Barfußcharakter zu haben. Und dann je nach Temperatur natürlich auch gerne was Offenes oder Halboffenes. Nun obliegt ja bei uns sozusagen immer der Wunsch nach mehr Zehenschutz. Und deswegen auch hier würde ich immer je nach Altersgruppe und je nach Bewegungsgrad und Aktionsradius des Kindes, egal ob ich jetzt, ich sag mal so, das besondere ruhige Kind habe oder ob ich jetzt ein Kind habe, was wirklich hier den Spielplatz rauf und runter förstert, dann würde ich natürlich immer lieber zu etwas mehr Zehenschutz greifen. Will ich mehr Luftigkeit und trotzdem bedingten Zehenschutz, machen sich solche Sandalen mit einem Mittelsteg sehr, sehr gut. Weil dann habe ich ja trotzdem noch einen bedingten Schutz, aber es kommt einfach mehr Luft an den Fuß ran. But last and not least führt natürlich auch hier in diesem Alter nichts an einem Gummistiefelchen vorbei. Das kann so wie hier eine wunderschöne Barfußausführung von Buntgard sein, das kann aber auch ein anderes Modell sein, je nach Fußform. Es ist ja immer wieder so, kauft bitte nicht irgendwas, macht es bitte auch vom Fuß des Kindes abhängig. Also, achtet mit auf die Passform. Es gibt wunderschöne Modelle auch für schmale Füße. Wer es noch nicht gehört hat, da geht bestimmt jetzt hier ein kleines Achtungszeichen auf. Aber es gibt auch schmale Gummistiefel, die wirklich sehr gut sitzen an wirklich dünnen und schlanken Füßen. Also nicht unbedingt die gebrauchten vom Nachbarn nehmen, die vielleicht, ich sag mal, in Größe XXL da sind oder Weite XXL, ganz einfach, weil die halt an den schlanken Füßen nicht sitzen. Demzufolge auch hier immer mein Appell an die Eltern, achtet bitte auf die Passform. So, je nach Alter oder sagen wir mal je nach Jahreszeit, tut man das Ganze dann sozusagen noch erweitern mit einem wasserdichten Schuh. Da sage ich zum Beispiel alle aktiven Kinder von 1 bis 10 bis 16 nehme ich da nicht aus. Das kann also jetzt wie hier ein leicht niedrig geschnittenes Modell sein. Das geht dann bis in die Stiefelvarianten hinein. Hauptsache wasserdicht, optimal für den Herbst, für die Übergangszeit generell im Frühjahr, vom Winter zum Frühjahr. Ist es also super, man braucht so einen Schuh eigentlich, ich sag mal, 2/3 des Jahres. So, je nach Temperatur und im Winter zu den kühleren Jahreszeiten muss ich immer wieder sagen, viele kaufen immer 2 Paar Winterstiefel, was ich durchaus gut finde, weil ich sag mal, der hohe Flor des Winterstiefels braucht ja länger zum Trocknen. Aber dann würde ich doch wenigstens empfehlen, um auf unterschiedliche Temperaturen eingehen zu können, wenn man was Gefüttertes nimmt, zum einen, ich sag mal so was Schönes in Wollfilz zum Beispiel zu nehmen, was auch zum Beispiel bis in die ersten Minusgrade problemlos getragen werden kann. Und dann für die richtig argen, knackekalten Temperaturen diesen richtigen Hochflor. Bedeutet natürlich auch immer, ich kann hier verschiedene Temperaturbereiche abdecken. Kinderfüße schwitzen ja auch unterschiedlich viel. Ne? Und demzufolge kann ich natürlich auch da wieder auf die verschiedenen Bereiche eingehen. Ich habe ein breiteres Spektrum, wo ich sozusagen den Schuh tragen kann und zwinge jetzt sozusagen mein Kind nicht bei 15 oder 16 Grad plus in so einen hochdicht und abgefütterten Schuh. Hintergrund ist natürlich dessen, weil man natürlich schon festgestellt hat und die meisten werden es auch wissen, die Kinderfüße schwitzen viel. Das hat also nichts damit zu tun, dass wir hier schon von Schweißfüßen reden, sondern weil der kleine Kinderfuß sozusagen dieselbe Anzahl Schweißdrüsen hat wie wir Erwachsenen und das nur auf einer klitzekleinen, kleineren Fläche. So, und demzufolge, ihr seht schon aus diesem breiten Spektrum, wenn ich das jetzt bloß mal ganz kurz überschlage,
Das bedeutet, ich brauche im Frühjahr, Sommer brauche ich mindestens 1, 2, 3 Modelle, je nach Abhängigkeit. Ich brauche auch hier im Übergangsbereich nochmal 3, 4 Modelle. Den Hausschuh oder den Schuh für daheim, Stoppersocke, klammere ich jetzt mal aus. So, und wenn wir jetzt reinweg nur mal im Straßenschuhbereich unterwegs sind, sind wir sozusagen je nach Quartal oder Jahresdurchschnitt, sind wir mindestens bei 2, 4, 6, 8, 9 bis 10 Modellen im Jahr. Das bedeutet im Grunde genommen auch wieder jedes Quartal sollte der Schuh noch mal überprüft werden, damit man sicher ist, aha, der passt auch noch und ich knietsche meinen Kinderfuß nicht zusammen. Denn das geht ja immer relativ schnell und wie man ja auch im Allgemeinen weiß, es ist ja nicht dieses langsame, stetige Wachstum, sondern so ein bisschen das periodenhafte Wachstum bei den Kinderfüßen, was die Eltern so ein bisschen aus der Fasson bringt. So, auch dazu helfen wir gerne. Wir messen gerne mal die Kinderfüße aus. Wir gucken auch gerne nach, ob die Schuhe passen oder nicht. Und in dem Falle sage ich immer wieder, ein Besuch im Schuhfachgeschäft lohnt sich in jedem Fall. Dann würde ich mich freuen auf euren nächsten Besuch und natürlich aufs nächste reinschauen. Einen lieben Gruß in dem Moment an unsere lieben Abonnenten, die sich schon wieder mal vermehrt haben. Und natürlich an alle sonstigen Interessenten, die das Thema und diesen Kanal super spannend finden. Lieben Dank!